Was geht ab, meine Hose, die Fighterhose, und heute mit einem weiteren Fighters-Video zum Fighters-Freitag. Ich begrüße euch recht herzlich dazu. Für heute werden wir Ranked-Matches wieder machen, aber ich habe mir hierbei etwas Besonderes überlegt. Denn wir bekommen zur dritten Season ja noch drei DLC-Charaktere. Lasst mich jetzt auf jeden Fall erstmal wissen, welche drei DLC-Charaktere wünscht ihr euch noch für Season 3? Für mich ist es definitiv, seit langer Zeit schon wünsche ich mir das, Majin Vegeta, weil ich meine, ey, es gibt keinen Majin Vegeta. Ich will die Final Explosion sehen in Fighters, ähnlich wie quasi zum Beispiel die Selbstzerstörung von C16 in Fighters. Omega Shenlong. Omega Shenlong, Freunde. Oh mein Gott, da stelle ich mir ganz crazy vor, dass er quasi seine Stacheln auspackt und den Gegner so umhaut, so wie es bei Vegeta in GT das gemacht hat. Und natürlich der One and Only Muten Roshi. Goku, Krillin, kono oibore ni datte mada saki ga aru to. Freunde, es kann doch nicht sein, dass es ein Yamchu gibt, aber The Legend Muten Roshi nicht. Wobei, kein Disrespect an Yamchu an der Stelle. Yamchu ist ein richtig guter Charakter in Fighters und deswegen feiere ich Fighters, dass solche Charaktere auch gut sind, sage ich mal. Das sind tatsächlich die drei DLC-Charaktere, die ich mir wünschen würde. Und ich denke, ein Großteil der Community hat auch mindestens eines dieser Charaktere auf seiner Liste, sage ich mal. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, wen ihr euch wünscht. Was ist jetzt das Besondere hierbei, was wir überlegt haben? Wir werden heute mit einem Team reingehen, welches sich quasi an meine drei DLC-Charaktere orientiert. Wir haben zum einen Basom Vegeta, Logo steht für Majin Vegeta. Wir haben Krillin the Legend, ist hier, beziehungsweise steht hier für Muten Roshi. Und wir haben Kid Goku GT, ist, beziehungsweise steht hier logischerweise dann für Omega Shenlong, weil es der aus GT ist. Aber das Besondere hierbei ist, Freunde, ich habe Krillin kein einziges Mal gespielt. Kid Goku GT auch nicht. Basom Vegeta vielleicht 2-3 Mal. Aber für heute, Freunde, gehen wir quasi mit Charakteren rein, die ich gar nicht bis kaum gespielt habe. Und bin gespannt, wie die Rank-Matches heute ausfallen werden. Alles klar, Freunde, unser erster Kampf. Puh. Mann, ich habe die Charaktere nie gespielt. Jetzt bin mal drauf gespannt, wie das Ganze verlaufen wird. Ich begrüße euch, wie gesagt, recht herzlich zum Video. Falls das Ganze bis jetzt schon gefallen hat oder besser gesagt im Endeffekt gefällt, gerne ein Like lassen, Freunde. Falls ihr neu da seid und uns ganz unterstützen mögt, auch gerne ein Abo da lassen. Keine Ahnung, was mir erwarten wird hier, ob ich mir hier, was ich mir dabei gedacht habe, dass, ja, komm, skip. Warte mal, beruhig dich jetzt erstmal. Ey, lass mich da raus, Junge. Ich werde wahrscheinlich viele Autokombos hier machen, tatsächlich, so ist es nicht. Aber. Nice. Junge, runter mit dir, Alter! Runter mit dir! Alter, Basom Vegeta Main? Fragezeichen? Shoutout an Maru, by the way, für den Krillin-Pick hier. Warte, ich muss Vegeta mal auswechseln und Sparken aktivieren. Auswechseln, hallo! Spaß, ey! Ah, okay, den bekommt er, so ist nicht. Jetzt The Legend Krillin, keiner weiß, was der drauf hat. Aber. Ja, in deinen Träumen. Krillin! Alter, Kid Goku. Nein! Ich hab's gedroppt. Ey, oh mein Gott, die Charaktere, keiner kennt die. Ich weiß nicht, wie sein Rhythmus ist. Oh, was ist das für ein Charakter, Mann? Hä? Alter, Kid Goku check ich nicht. Ohne Spaß, ich check den nicht. Ey, ich mach einfach Spam, die Auto-Attacks, fertig. Mein Gegner denkt wahrscheinlich, was ist das für ein Noob und gewinnt gegen mich hier an der Stelle.
Ey, Kid Goku ist so komisch, keiner weiß, wie man den spielen soll. Der hat aber 7 Ki an der Stelle. Ich erwarte viele Raw Level 3. Mach keinen einzigen Eins raus, bitte, mach keinen einzigen Eins raus. Du kleiner Psycho, Mann. Oh, Krillin, nein! Down Heavy wollte ich ihn richtig ins Gesicht drücken, Mann! Warte, vielleicht krieg ich einen. Hey, ich hab mich geschützt. Game, please. Der hat einfach 7 Key, Freunde. Davor hab ich so Respekt grad. Gibt das? Natürlich nicht. Oder? Hallo? Nein. Jetzt der Legend Kid Goku. Ich hab so Schiss. Ich hätte ihn! Nein! Hey, warte mal. Was ist das für ein Kampf? Richtig, Shiri, keiner weiß. Komm du mal, warte. Machst du ein Rematch? Ich weiß, dass du ein Rematch machst. Komm, Andu, ich zähl auf dich. Sehr geil. Okay, Freunde, interessant, was hier abgeht. Ich check gar nichts. Aber gut. Ja. Dieser Goku, ey, keiner kennt den. Das Ding ist auch, ich weiß gar nicht, was die Charaktere so drauf haben, was ihre Movesets sind. Ja, jetzt zeigst du, was du spielen kannst, gell, du kleiner Lappen. Ich hab keine Ahnung, was Moves jetzt dieser Charakter ist, um ehrlich zu sein. Ich hab. Hallo? Ah ja, ich hab verstanden, was du spielen kannst. Jetzt hör mal auf. Oh mein, yeah, das war kein guter Plan hier an der Stelle. Denk dir. Oh mein Gott, ist meine schwache Seite einfach. Ey, wieso. Jetzt wird er zeigen, dass er kämpfen kann, ne? Ja. Dachte mir schon, dass es aufgeregt hat, dass so ein Noob wie ich, ja, dich gedappt hat vorhin. Komm ran, ne? Alter, hör doch auf mit so einem Schwachsinn, Mann. Nerv nicht. Was ist das? Keiner kennt die Charaktere. Wieso schießt er nach oben? Mann? Was? Ja, willst du kämpfen, Mann? Der hat 3 Charaktere und so rum, ey. Das gibt's doch nicht. Er hat 3 Charaktere und geiert hier. Alter, keiner weiß. Was ist das, was der. Dieser Kid Goku da komisches macht, Mann. Hey, dieser Kid Goku. Ich weiß, in der Zeit lang mal richtig scary war, aber der ist auch übel klein, Mann. Wie soll man den treffen, so? Naja, Freunde.
Ich hab ihn. Nicht. Nein, bitte! Du bist so ein Lappenmann, du kannst nicht spielen! Lass mich in Ruhe! Hätte meine Main-Charakter, wärst du schon weg, längst down, aber. Du bist so ein dummer Spieler, ohne Spaß, ey. Wie der mich gerade aufregt, ohne Spaß. Oh mein Gott, wenn ich mein Main-Team hätte, Leute, ich hätte ihn sofort zur Seite geklatscht hier, aber hier muss ich irgendwas machen hier an der Stelle. Komm ja, Destructive finde ich. Jetzt, Freunde, das, die ersten zwei Kämpfe, okay, habe ich gebraucht, um mit dem Team warm zu werden. Vertraut mir. Ja, und mein Intro wird geskippt, oder was, du kleine Mama? Ja, und jetzt ist er wieder da hinten, ne? Ja, egal, ich habe auch Zeit. Sückt mich das, Alter. Kid Goku komme ich gar nicht klar, deswegen switch den gar nicht erst rein. Ich wollte raus aus der Ecke, aber ich bin einfach zu ihm so, das sah gar nicht gut. Nice. Aber diese Jobs hängen gerade auf. Junge, ich schütze mich doch. Ich mache das so oft, dass einfach zum Gegner dumm rum hinspringt. Junge, was hat das für eine Reichweite? Ist doch nicht dein Ernst. Jetzt kommen die legendären Hitplays. Einfach stehen bleiben. Ja, ja, ja. Mal erstmal den hier. Wieso jobb ich sowas? Ich verstehe mein Leben nicht. Alter, ich hasse diese Seite. Wieso bin ich mit dieser Seite so schlecht, Mann? Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte mal. Ich reg mich gerade selbst auf. Kennt ihr das, wenn ihr euch selbst aufregt, weil ihr eigentlich wisst, dass ihr es besser könnt, aber ihr es gerade nicht zeigen könnt? Komm, jetzt Konzentration. Oh, okay, okay. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, du dummer Junge. Jetzt aber, komm ran! Bei dem Boy, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll mit Kid Goku, Mann. Na, selbst sagt er immer nur ein Combo. Den. Ich wollte eigentlich nicht, ich wollte nicht changen, ich wollte Assist rufen. Hm, ja, siehst du, ich sag doch, warte mal. Ich muss nur ein bisschen warm werden, Leute. Gleich zeige ich dir brutale Moves. Gleich zeige ich hier die Plays. Oh, ich habe beide wieder. Ich habe wieder fast alle Dragon Balls. Warte, warte, ich bin gerade übertrieben greedy auf die Dragon Balls. Ich bin gerade übertrieben greedy auf die Dragon Balls, wirklich. Okay, nein, ich sollte das beenden, ich sollte das beenden. Wenn ich das verliere, dann verzeih ich mir das nie. Okay. Okay, ich bin etwas warm geworden tatsächlich. Passt mal auf, wenn der Boy noch einen Kampf macht. Oh, wie cool das aussieht. Wenn der Boy noch einen Kampf macht, dann bin ich am Start. Ah! Also Leute, hier haben wir noch einen letzten Kampf für das heutige Video. Guck mal, wie das Ganze verlaufen. Und ich weiß gerade nicht, wie ich was vom Video halten soll von den Kämpfen. Ich dachte mir, ja, ich versuche halt, wie gesagt, neue Charaktere. Oh mein Gott, diese Seite. Wartet. Ich dachte mir, ich versuche neue Charaktere eventuell.
Beziehungsweise gibt eine ganz so eine Thematik mit. Ich kann. Warte. Und ja, lass mal wissen, wie ihr das Ganze findet. Das, ich weiß nicht, wie es gerade anzuschauen ist, weil im Prinzip, ich habe die Charaktere nie gespielt. Die ersten zwei Kämpfe waren halt, dass ich mich eingewöhne an die Charaktere oder zumindest weiß, was sie drauf haben. Ich sag euch eines, Kid Goku GT, keine Ahnung, was er drauf hat, aber der gefällt mir gar nicht. Ich kann mit ihm nicht umgehen. Ich kann mit ihm tatsächlich nicht umgehen. Mit Kid Goku GT, aber Vegeta gefällt mir, Krillin auch tatsächlich. Krillin gefällt mir tatsächlich auch so nicht. Also ich weiß halt nicht, wie es zum Ansehen ist, darauf will ich hinaus. Aber ich denke, ich sollte eher eventuell mich darauf konzentrieren, mit meinen Charakteren zu spielen, um ein bisschen zu ranken, besser zu werden, die ich seit lange spiele, also mein Main-Team quasi. So sehe ich das im Prinzip. Lass mich aber gerne wissen, wie ihr das Ganze empfindet. Vegeta ist so geil. Verdammt. Wohin, Vegeta? Nice. Genau, aber ich wollte für dieses Video, für diesen heutigen Fighters Freitag etwas Besonderes überlegen, vor allem wegen den 3 DLC-Charakteren. Das soll so ein Tribut sein für die 3 DLC-Charaktere, sag ich mal, Freunde. Wenn wir das Ganze noch clean finishen könnten, wäre ich aber dabei. So, warum nicht? Warum nicht? Ich warte auf sein Konter, dass er sein Konter die ganze Zeit macht. Aber ich sollte jetzt mal nicht Ding werden. Greedy werden. Ah, wow. Ich habe mich geschützt, aber lassen wir es. Er hat eine Level 3, eine Raw Level 3, könnte mich hier treffen tatsächlich. Oder ich treffe ihn mit einer Raw Level 3. Seht ihr das? Die Down Heavy von dem scheiß GT Goku, ich check die nicht. Ich check die einfach nicht, okay? Aber egal, so viel dazu. Diese Charaktere werde ich nie wieder anfassen. Beziehungsweise, lass mich sagen, Kid Goku GT werde ich nie anfassen. Ich weiß, dass er sehr gut ist, aber ich komme mit ihm nicht klar. Krillin hat mir gefallen. Schaut an Warum Toxi an der Stelle. Er ist Krillin Main. Vegeta, Base Vegeta ist geil. Eventuell überlege ich mir hier quasi eventuell Base Vegeta in das Team aufzunehmen. Freunde, so viel zum heutigen Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.